Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Ostragon Rätselguide in Assassin's Creed Odyssey. Diesmal der Boden besteht aus Lava. Hierzu befinde ich mich in Argolis und das Rätsel selbst, das haben wir im Königreich der Hoffnung bekommen, und zwar hier in der Akropolis von Epidauros. Dort bekommt ihr eben dieses Rätsel und das Rätsels Lösung. Hier zeige ich euch den Weg dorthin, und zwar Schmiede des Hephaistos. Hier geht ihr am besten zu dem Ort, also hier oben, wo man synchronisieren kann. Und wenn man oben steht, so wie ich, dann springt ihr hier einfach hinunter. Also ihr springt hier mal ins Nichts, in Anführungszeichen. Dann landet ihr nämlich schon unten drinnen. Und hier muss man ein paar Gegner beseitigen. Das habe ich vorher gemacht, das heißt, ich kann jetzt in Ruhe hineingehen. Und hier, der Weg ist so, dass ihr hier hineinspringt. Hier ist eben alles Lava, also wenn man hier reinsteigt, dann hat er sie besprochen. Macht es nicht. Das heißt also, ihr müsst hier den Weg weitergehen. Und wenn ihr auf dieser anderen Seite seid, hier, dann müsst ihr hier über diese kleinen Sprünge, die hier drinnen stehen in der Lava, über die müsst ihr hinübergehen. Und dann gibt es hier das Rätsels Lösung. Und zwar, da müssen wir hier noch hinüberspringen. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Und dann hier seht ihr diese Statue. Und das ist eben, ja, der Boden besteht aus Lava, wie man sieht. Und hier dann interagieren. Und ihr habt, der Boden besteht aus Lava plus 8% Schaden mit schweren Waffen freigeschaltet. Ja, somit hoffe ich, dieser hitzige Guide hilft euch weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich auch ein Abo freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.